Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World, das Spiel. Ja, lange hat es gedauert, aber ich habe gesagt, das Projekt geht weiter und es geht weiter. Also, hier sind wir jetzt gerade beim Allo. Den konnten wir ja noch nicht im Kampf testen. Warte mal, man kann hier herum switchen? Oh! Ja, ich hoffe, der Kollege hat es überlebt. Also, wir gehen mal zurück, denn ich habe ein bisschen aufgeräumt. Hier sind jetzt so ein paar Dinos. Die unten sind hier immer noch. Hab's ein bisschen gelevelt, damit wir hier oben mehr Essen und so weiter haben. Also, wir gehen als erstes jetzt, da gehen wir auch noch hin. Wir brüten jetzt unsere Dinos gleich aus. So, den entwickeln wir weiter, damit wir schon mal stärkere Kreaturen haben. So, DNA haben wir auch erstmal genug. Beschleunigen. Ergebnis ansehen. Let's go, zeig dich mal. Wie hieß er nochmal? Oh, come on. So, dann gehen wir doch mal dorthin. Wir haben jetzt unsere Wasserdinos. Das allererste Mal sehen wir hier Wasserdinos. So, sammeln. Und? Oh, wie sieht das denn aus? Onchopristis. Das ist nicht so nett. Erschreckt doch nicht die Leute. Das sieht gut aus. Meerestiere, eine Welt voller Unterwasserkreaturen erwartet dich. Erschaffe dein erstes Meerestier und sieh dir die Lagune in der Nähe des Tores zum Park an, um es zu füttern und zu entwickeln. Ach, wie geil ist das denn? Dich will ich jetzt ganz kurz mal streicheln, wenn es geht. Okay, bei denen geht das anscheinend nicht, aber wir können ja trotzdem eine Belohnung anfordern. So, und einmal essen, Kollege. Was isst du denn? Ach, Sünde. Was ist das, ein Hering? Oh, wie bei Moser. Okay, geil umgesetzt. Und da ist er weg. Ein bisschen Hunger gehabt. So, den habe ich jetzt gesehen. Die könnten wir eigentlich gleich ein bisschen mehr Futter geben, aber erstmal gehen wir jetzt kurz hier hin. Unser nächster Wasserdino kommt jetzt rein ins Becken und es ist der Dolichorinchops. Ich hab's richtig vorgelesen, diese Namen sind so kompliziert, aber er sieht geil aus. Er sieht viel, viel geil aus. Aber er ist kleiner. Was ist du? Ein Minifisch. Okay, er scheint echt klein zu sein. Aber er kriegt den, er ist übelst schnell. Sehr beweglich. Und er hat's geschafft. Aber er ist echt mickrig im Gegensatz zum anderen. So, wer ist stärker von euch beiden? 164 zu 51. So, 164 zu 51. Er hat mehr Energie. Aber dafür ist er stärker. So, die geben wir mal ein bisschen, ne? So, das reicht. Entwickeln können wir ja noch nicht. So, und ihm geben wir jetzt auch genug Futter. Wir haben hier genug gesammelt. 14.000. Nö, du kriegst nicht mehr. 14.000, was? Okay, Cody, komm raus da. Komm, komm, du darfst auch das Licht erblicken. Corythosaurus. Der ist eher süß. Der ist eher süß, aber ich denke mal, für einen Kampf ist er nicht zu gebrauchen. So, okay, nice. Cory, wir schauen dich ganz kurz mal an. Sieht aus wie ein Para. So, einmal essen darfst du auch, kleiner. Naja, so klein ist er ja gar nicht. Okay, Belohnung einfordern. Nice, dann bedeutet das, wir können gleich mit den Kämpfen voranschauen. Hä, was ist das denn? Achso, das ist unser Brutlab. Hä? Ja, unvollständig, ich weiß. Es war 5 Minuten. Okay, komm, machen wir einfach. Beschleunigung ansehen. Komm, zeig her. Sammeln. Ich glaube, der ist dunkler geworden, oder? Das kam mir so vor wie bei dem Mayunga. Er hat voll die Ähnlichkeit, also von der Farbe her. Okay, mehr entwickelt. Doch, hier. Alanka konnten wir jetzt noch entwickeln. Das tun wir jetzt, weil Dings ist ja schon raus. So, beschleunigen gratis. Nice, wir können ihn sehen. Er sieht so süß aus, wie ein kleiner Huhn. So, komm raus. Keine große Veränderung, aber die größte Veränderung sehen wir erst später. Okay, dann werden wir hier jetzt... Hä, die sieht nice aus. Alles klar, platziere einen Dino, können wir nehmen. Und in eine PvP-Arena können wir nochmal eintreten. Wir gehen mal ins Meer rein. Okay, Wasser ist gegen Lila und Lila ist gegen Rot. Und Rot ist wieder gegen Wasser. Ach so, Höhle gegen Muschel und Muschel gegen Wasser. Hä? Ach so, ich kann doch starten. Ja, starten wir doch mal. Ach so, 3 Tiere. Ja gut, habe ich noch ein Wasser-Dino? Habe ich noch einen? Ach ja, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich habe einen Dilo hier. Können wir ja schon mal ausbrüten, also schon mal fertig machen. Und dann haben wir einmal den Ophiacodon. Scheint auch neu zu sein. Komm, aktivieren. Und dann könnten wir eigentlich noch einen machen. Wir müssen ja den Mayunga, wollen wir als erstes in die beste Form kriegen. Aber wir können den Kano noch mal ein bisschen nehmen.
So, dann kann sich der später auch nochmal entwickeln. Genau, wir haben hier nur einen. Alles klar, dann geht's los. Es wird gekämpft. Und wie sieht der Kampf aus? Wer ist unser Gegner? Oh. Alles klar, wir müssen jetzt aufpassen. Das ist jetzt ein Wasserdino. Ihr habt mir geraten, als erstes 8 Punkte irgendwie zu bekommen. Und dann den Rest entscheiden wir dann komplett. Mal gucken. Der scheint schon entwickelt zu sein. 2 Punkte hat er. Wer weiß, wo er die drauf tut. Ich weiß es nicht. So, zack. Okay, er hat jetzt einen da drauf getan. Also hat er einen Punkt zur Erweiterung gebracht. So, 3 Punkte hat er. Was würde er damit anstellen? Er greift an. 1 Punkt hat er noch. In Reserve. Problem ist halt, wie hat er es getan? Wir könnten jetzt so, könnten 2 Stück da drauf und so. Ich denke mal, wir sollten das überleben. Problem ist, er ist ein Wasserdino. Wenn er jetzt gleich gegen meine Fleischfresser kämpfen muss, dann sind sie tot. 3 Punkte hat er noch irgendwo drauf getan und ich würde wetten, er hat sie auf Dings getan. Pass auf, wir greifen jetzt einfach mal an. Aber das wäre auch ein Fehler. Er kann sie auch auf Blocken haben. Wir werden jetzt so machen. Werden trotzdem so gehen. Nee, warte, wir machen wirklich so. Okay. Oh, jetzt komm. Okay, er hat 3 doch auf Blocken gemacht. Also hätte es nicht gebracht, wenn ich angegriffen hätte. So, mal sehen. Er hat jetzt 4 Punkte. Was tut er da? Er greift 4-mal an. Ist der wahnsinnig? Okay, das ist gut. Ey, danke für den Tipp, dass wir erstmal auf 8 Punkte kommen sollen. Das hilft. Er hat jetzt keine Punkte mehr. Das bedeutet, wir werden ihn jetzt vernichten. So, gehen dann natürlich wieder zack drauf. Aber wir könnten auch einmal auf Blockieren machen. Aber ist egal. Komm, rauf. Mach ihn fertig. Komm, Diplo. Diplo Kaulos? So heißt der? Ach, stimmt. Die gibt's ja auch in Ark. Oh, Gallimimus. Oh, es tut mir gleich leid, wer da vor dein Gesicht kommt. Denn zum ersten Mal kommt unser Alu zum Einsatz. Okay, warte mal. Er hat 4 Punkte gemacht. Ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf aufgepasst. Aber ich glaube, er sollte keine Punkte mehr haben. Der Alu sieht so brachial aus. Der nimmt den ganzen Bildschirm ein. So, wir werden trotzdem, das so machen, weil ich weiß halt nicht, was jetzt so passiert ist. Ja, okay, er ist weg. Dann wird er gleich sein Finish-Move an den, oh, wie hieß er? Bonita! Bonita ist es. Aber was tut Bonita? Bonita hat keine Chance. Oder ist er doch tot? What? No way! Das kann nicht sein. Mayunga, mach deinen Job. Los, greif an, zerfleisch ihn. Er hat es verdient. Och Mann, ich wollte mit unserem Alu angreifen. Ich hätte niemals gedacht, dass er ihn schaffen kann. Aber es ist egal, er ist tot. Er hat es verdient. Leg dich schlafen, Kleines. Und natürlich, der Mayunga hat unser Leben gerettet. Neulingpreis, was gibt es? Ey, komm, ich war knapp vor Pteranodon. Gib mir den Pack, gib mir den Pack, gib mir den Pack, gib mir den Pack, gib mir den Pack. Ach komm. So, zeig mal her, was kriege ich hier raus? Es war so klar. Okay, Vic möchte wieder kämpfen. Schieße Kampfstufe 11 ab. Kein Problem. Warte mal. Tapijara und Wasserdino? Wir kriegen die als Belohnung. Okay, Tap. Oh, das wird. Oh, das wird eventuell einen Ticken schwer. Dann nehmen wir doch einmal ihn mit. Dann nehmen wir ihn mit. Komm, wir vertrauen unseren Alu. Okay, los geht's. Tapijara. Ach, wie klein er ist. Okay, wieder sammeln. So, er sammelt jetzt bestimmt auch. Natürlich 2 Punkte. Oder vielleicht wechselt er. Ja, ich wusste es. Das ist jetzt das Problem. Und er greift einmal an. Ha, ich wusste es. Das ist jetzt ein ganz kleines Problem. Weil, ja, Pflanzenfresser gegen Fleischfresser... Sieht nicht so geil aus. Problem ist, was tue ich jetzt? Wenn ich wechsle, ist der auch instant weg. Okay, wir behalten ihn. Machen trotzdem ein... Komm. Ach, Mann. Ich hätte einfach alles auf Geld machen müssen, weil er wird jetzt mich töten. Nee, was tut er? Er hat 2 Punkte gerade für was benutzt? I don't know. Wir werden jetzt zack und den Rest nochmal... Ja, ich würde sagen 3-mal blockieren, weil er könnte 4-mal jetzt angreifen. Er tut es nicht. Aber warum? Okay, 3-mal? 2-mal? 1 Punkt hat er behalten, ne? Hey! Jo! Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Wir sind fast auf 8. Das bedeutet, wir setzen 2 Punkte da wieder auf. Und müssen wir jetzt... Nee, warte mal, so. Nein! Oh, oh. Komm. Damit er ein bisschen Leben abkriegt. Komm, zack.
War zwar nicht so stark, aber ist egal. Er wird ihn jetzt eh vernichten. Er wird jetzt circa mit 5 angreifen. Nee, doch nicht. Kollege, was hast du vor? Was hat er vor? Wir werden jetzt 4-mal Dings, ne? Ich will kurz gucken, was er vorhat. Ich will's kurz gucken. Warum blockt er, obwohl er einen Fleischfresser hat? 6 Punkte. Merken, merken. 6-mal, 2-mal angriffen, er ist tot. Okay. Okay. Das bedeutet, er wird jetzt sterben. Mit 100%iger Sicherheit. Ja, er wird sterben. Hat aber auch verdient. So, dann werden wir jetzt ein paar Punkte darauf machen und 2-mal blockieren. Gut so. So sind wir sehr gut aufgestellt. Er ist tot. Hat kaum Punkte mehr. Und er kann uns vielleicht nicht töten. Er kann uns nicht töten. Oh, Vic, Vic, Vic. Da musst du ein bisschen besser aufgestellt sein, damit du uns vernichten kannst. Ey, ich hab nichts gesagt. Oh Gott, der 62. Einmal kann er angreifen. Nice. Sehr gut. Jetzt bräuchten wir aber, doch, Fleischfresser ist gut gegen ihn. Pass auf, wir machen das. Ach, wir lassen so. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte er hat, aber wir werden jetzt vorsichtshalber 2-mal mehr angreifen. Komm, mach mal. Komm, zack, jetzt muss er tot sein. Ja, er ist instant tot. Tappi, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das sah echt strange aus, wie er gefallen ist. Ach, Labi. Labi, was willst du? Komm, greif einfach mal an. Gut gemacht, denn jetzt kann mein Allo seinen ultimativen Schlag machen. Ich hab's noch nicht gesehen und wir werden es jetzt sehen, oder? Doch, 7 Punkte. Müsste eigentlich genügen. Zack, Kollege, greif an. Allo, let's go, Big L. Nice. Ah, wie bei Mayunga also. Ach, du hättest ruhig nochmal angreifen können. Tja, Vic, I'm sorry. Das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Fortfahren, bitte. Jo, wir haben den Tappi freigeschaltet und den Darkosaurus. Das bedeutet, in der nächsten Folge, ihr könnt euch drauf gefasst machen, wir werden mit unseren Wasserdinos... Kann ich den... Okay, wir brüten ihn beim nächsten Mal aus, aber dann wird es Zeit, diese kleinen wunderschönen... Okay, das kennt man ja. Es wird dann Zeit, diese wunderschönen Dinos auszuprobieren. Entwickeln können wir sie noch lange nicht, weil da fehlen uns die ganzen Dinos. Naja, Leute, auf jeden Fall war es jetzt erstmal wieder von einer weiteren Folge Jurassic World, das Spiel. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.